als Gartendeko oder kleine Geschenkeidee oder gerade für einen Blumengruß im Eingangsbereich eignet sich diese kleine Tasche sehr. Hier verwende ich jetzt meine Kordel und meine Blume, die ich euch im Video zuvor gezeigt habe. Die verlinke ich euch auch unter dem Video. Und zwar nehme ich jetzt hier ein Stückchen Draht. Der Draht hat eine Höhe von 14 cm und ist 35 cm lang. Und stecke den jetzt so ineinander, also die Zacken, dass ich die gleich richtig schön verbiege und gehe jetzt hier mit einem einfachen Draht durch und befestige die beiden Seiten, so dass ich dann jetzt praktisch jetzt hier nachher wie so eine Tasche habe. Mit der Schnur habe ich es ungefähr auch angepasst. Und zwar braucht ihr ja da viermal diese Seile. Also ich nehme es zweimal so zusammen und gucke dann, okay, und reicht das jetzt für die Henkel, für diese Tasche aus? Und ich denke mal schon, hatte dann auch noch ein kleines Stückchen geknüpft und komme jetzt hierbei. Und hier habe ich eine gerade Kante, die nehme ich logischerweise gleich nach oben und ziehe mir jetzt diese Schnur gleich hier unten zweimal rein. So wird mein kleiner Topf nachher noch stabilisiert. Dann nehme ich so, dass ich hier die Hälfte habe und gehe mit meinen Bändchen jetzt auf jeder Seite wieder hier in die Mitte rein. Habe einmal und kann das jetzt hier reinstecken und knote das unten zusammen. So dass dieser Knoten anschließend hier im Gefäß ist und gar nicht zu sehen ist. Dann ist er noch ein bisschen auspositionieren und komme jetzt hier unten auch bei und schließe jetzt hier mein Gefäß, indem ich den Draht jetzt hier einfach rumbiege und auch wieder mit solchen Wickeldraht verschließe. Meine kleine Blume nehme ich jetzt hier und kann die richtig schön an diesem Drahtgewebe ja, ranbinden, ganz einfach, indem ich ein Band nach links, ein Band nach rechts binde und von hinten ganz einfach einen Knoten mache und das abschneide. Als erstes topfe ich mir natürlich meine Blume aus. Mache ich ganz einfach, dass ich diesen Plastiktopf ringsrum ein kleines bisschen drücke und kann dann den Topf rausziehen. Und jetzt Frischhaltefolie und wickel in diese Frischhaltefolie unten die Erde von meinem Topf richtig, richtig schön ein. Ein Stückchen rüber, gehe und jetzt hier wirklich mehrmals mit der Frischhaltefolie rüberwickel und rüberschlage.
so dass das dann nachher draußen ist, als wenn die kleine Osterglocke eben praktisch ja in einem neuen Töpfchen steht. Also die Frischhaltefolie, die verklebt sich dann auch so, dass hier so ein kleines Gefäß wieder entsteht. So habe ich jetzt den Vorteil, dass ich jetzt meine Blume, diesen Topf auch ein ganz kleines bisschen schmaler machen kann, als wenn ich den jetzt hier so rund habe. Also dass der besser für diese Tasche geeignet ist. Und bekleide jetzt mein kleines Töpfchen von außen mit Moos. Das ist jetzt Plattenmoos. So dass es einmal rumgewickelt ist und kann jetzt dieses Moos so nehmen und kann das jetzt hier ganz einfach in meine kleine Tasche, in diesen Beutel reinstecken, dass ich es ganz einfach runterdrücke und kann dann gucken, okay, wie sieht's von außen aus, weil es soll ja jetzt wirken eben durch das Rustikale von der Schleife, von der Kordel und eben mit diesem Drahtgewebe und kann gucken, okay, ob ich noch irgendwo ein bisschen Moos reinstecken möchte. Ich kann das hier noch nach unten stecken. Auffüllen und natürlich jetzt hier zwischen kann auch ruhig Moos, weil wenn es jetzt wenn ihr die Deko nehmen möchtet jetzt für draußen zum Beispiel, ja gut, dann wird es regnen und da regnet es natürlich auch rein und dass eure Osterglocke Wasser bekommt. Oder eben, wenn ihr es für drin, ja, dann könnt ihr jetzt hier richtig gut eben auch in der Mitte gießen, indem ihr das Moos hier ein ganz kleines bisschen eben wegmacht in der Mitte. Und dann kann man da richtig super gießen. Und so jetzt sieht meine kleine Tasche aus. Wenn euch meine kleine Osteridee, die jetzt ja auch richtig schön ist, um jemanden ein Geschenk zu machen oder wenn man es ganz einfach auch an die Haustür hängen kann, gefällt, ja, gebt dem Video ein Däumchen hoch. Wünsche euch viel Spaß beim Selbermachen.